Sie liebten ihn so sehr, dass sie ihn zwischen den Gebeten sehr vermissten. Worauf er von einem Sahabi beängstigt gefragt wurde: Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wie wird es denn erst am Tag des Gerichts sein, wenn ich dich von einem Gebet zum anderen so vermisse? Daraufhin sagte der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam, dass man mit dem sein wird, den man einst in diesem Leben liebte. Anas ibn Malik radiallahu anhu sagte daraufhin: Dies war der schönste Tag für mich nach meiner Annahme des Islams. Oder schau dir Bilal al-Habashi an. Er vermochte es nicht, den Gebetsruf auszurufen, nachdem der Prophet Muhammad a.s. verstorben war. Wobei der Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu Lebzeiten sagte: Die Sonne wird nicht aufgehen, wenn Bilal radiallahu anhu den Ezan nicht ausruft. Und weil alle Sahaba den Gebetsruf von Bilal mit dem Propheten verbunden hatten, bat Umar ibn al-Khattab ihn während seiner Amtszeit als Kalif darum, noch einmal den Ezan auszurufen, um sich an die schöne Zeit zu erinnern. Und als er bei Ashhadu anna Muhammad Rasulullah ankam, stoppte er und fing an zu weinen. Und mit ihm alle Anwesenden, sogar Umar ibn al-Khattab, Amir al-Mu'minin. Sie liebten ihn so sehr, dass jemand wie Talha ibn Ubaidullah seine Hand in den Weg des Pfeiles hielt, der auf den Propheten zuschnellte, und sagte: Mein Hals für deinen Hals, o Gesandter Allahs. Sollen sie mir meine Kehle durchschneiden, aber nichts darf deinem Hals nahe kommen, o Gesandter Allahs. Oder nehmen wir die Frau, deren Ehemann, Sohn, Bruder und Vater starben. Ist jemand schon von einem größeren Unglück heimgesucht worden? Doch sie sagte nur: Lasst mich den Propheten sehen, damit ich mich vergewissere, dass er lebt. Ständig sagten sie zu ihr: Dein Vater ist umgekommen und dein... Doch sie antwortete: Lasst mich den Propheten sehen. Da erblickte sie ihn und sagte: Jedes Unglück nach dir ist unbedeutend, o Gesandter Allahs. Höre Hassan ibn Thabit, wie er sagt: Mein Vater, meine Mutter, mein Onkel und meine Ehre. Doch die Ehre Mohammeds sei vor euch geschützt. Was bedeutet das? Mein Leben, meine Ehre. Die Ehre meines Vaters und meiner Mutter, meines Onkels und meines Bruders können verletzt werden. Doch niemand soll der Ehre des Propheten Muhammad alaihi salam zu nahe treten. Niemals. O Umma Muhammad, seht ihr, wie teuer der Prophet Muhammad alaihi salam seinen Gefährten war? Und weil er so war, liebt Allah ihn so sehr. Er liebt ihn gewaltig. Er liebt ihn so stark, dass Allah ihn beschützte und ihn behütete, sagt er doch: Es geht euer Gefährte nicht fehl und er geht nicht irre. Er hütete seine Zunge, denn er spricht und er äußert sich nicht nach seiner eigenen Laune. Das ist unser Prophet Muhammad alaihi salam. يا خير خلق الله يا خير خلق الله يا حبيب الله يا رسول الله محمد